Nächste Rednerin ist vom Team Stronach, Waltraud Dietrich. Geschätzter Herr Präsident, geschätzte Mitglieder der Bundesregierung, Hohes Haus, meine Damen und Herren. Erlauben Sie mir ein paar persönliche Worte. Als ich 2013 in den Nationalrat gewählt wurde, hatte ich hohe Erwartungen und hohe Hoffnungen. Hohe Erwartungen vor allem, was die Bundesregierung betrifft. Ich war tatsächlich der Meinung, in der Bundesregierung sind Menschen, die sich mit voller Energie, mit voller Kraft für die Anliegen der Menschen, der Bevölkerung einsetzen. Und ich sage Ihnen, einige von Ihnen machen das auch. Einige von Ihnen leisten sehr gute Arbeit. Aber ein Teil der Bundesregierung hat sich abgekoppelt und nur mehr aufs Inszenieren verlegt. Und ich persönlich gehe davon aus, dass die Menschen draußen, die wollen keine Inszenierer. Die wollen Leute, die was bewegen. Die wollen Leute, die ihre Anliegen ernst nehmen. Und die wollen vor allem, dass es besser wird in diesem Land. Und der Höhepunkt der Inszenierung, da sind sich beide Parteien ja nicht schuldig geblieben, war für mich einerseits, als der Bundeskanzler selbst sagte, 95% sind Inszenierung, dann die ganze Pizza-Aktion, um mit Menschen draußen in Kontakt zu kommen. Auch da sage ich Ihnen, ich habe selbst 4 Kinder. Ich weiß um die Probleme der Jugend. Ich weiß, wie schwierig es ist, Jobs zu bekommen. Und ich bin in meinem Umfeld tagtäglich mit Menschen mit Bodenhaftung zusammen. Das heißt, jeder von uns, die meisten Mandatare, kennen die Probleme aus dem persönlichen Umgang mit der Bevölkerung. Keiner von uns muss Pizza führen, damit wir wissen, wie es den Menschen geht. Und ich würde mir wünschen, dass wir auch einen Bundeskanzler hätten, der Bodenhaftung hat, der weiß, was die Menschen draußen bewegt. Und auf der anderen Seite der neue, doch nicht Vizekanzler, weil es vielleicht doch nicht so interessant ist, gleich in die Verantwortung zu treten. Auch da sehe ich eine Parallele. Zu jung, zu schön, zu intelligent hatten wir das nicht schon einmal. Wenn wir nachdenken, glaube ich, hatten wir das schon einmal. Und das ist nicht ganz gut ausgegangen. Auch, meine geschätzten Damen, ein ÖVP, ehemaliger ÖVP-Minister. Auch die Taktik, rechts zu blinken und links abzubiegen, ist auch keine ehrliche Aktion. Ständig rechte Themen bespielen und dann, wenn es um die Nagelprobe geht, links sich zu positionieren, so dass es der Wähler nicht sieht, das ist aus meiner Sicht Wählertäuschung. Meine geschätzten Damen und Herren, das, was wir in den letzten Tagen und Wochen erlebt haben, das kann man bei der Jagd auch erleben. Vielleicht hat der eine oder andere von Ihnen schon einmal eine Birkhahnbalz beobachtet. Eine Birkhahnbalz, wo auch jeder Birkhahn sich positioniert, aufblustert und als der Schönste und Größte darstellt. Das haben wir leider auf der Regierungsbank erlebt. Mir persönlich tut es sehr leid, dass der Untersuchungsausschuss nicht zur Gänze durchgefochten werden kann, dass nicht einmal Aufklärung in diese dunkle Causa der österreichischen Geschichte kommen kann, weil wiederum die ÖVP es ist, die beim ersten Mal schon gemeint hat, es reicht, und jetzt wieder die Zügel anzieht und sagt, naja, ganz so durchleuchten wollen wir das Ganze nicht. Meine geschätzten Damen und Herren, Zudecker, das ist das richtige Wort. Kollege Kogler, du hast vollkommen recht. Man darf sich nicht wünschen, wenn die Menschen von der Politik verdrossen sind. Würden die Menschen noch mehr Einblick haben, kann ich Ihnen sagen, würden noch weniger zur Wahl gehen. Ich hätte tiefstes Verständnis dafür. Und nicht Ihnen reicht, ich glaube, den Menschen reicht schon langsam mit dieser Form der Politik. Waltraud Dietrich, Sozialsprecherin des Team Stronach, wünscht sich einen Bundeskanzler mit Bodenhaftung.